Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Projekt. Nicht aufregen, Leute. Es ist ein sehr altes Spiel. Okay, so dermaßen alt auch wieder nicht. Es ist schon etwas bekannter. Shorty Cooper wird Secret of Mana Let's Playen. Wieso? Weshalb? Warum? Nun ja, Leute, ihr wisst vielleicht, dass ich sehr viel zu tun habe in letzter Zeit und da meine größeren Projekte, die ich derzeit am Laufen habe, ziemlich viel Zeit kosten an Video drehen, bearbeiten, rendern, hochladen. Deswegen habe ich mir gedacht, dreh etwas, was schnell geht, was du nicht wirklich bearbeiten brauchst, sondern nur noch rendern und hochladen musst. Und was von der Qualität auch niedriger ist. Deswegen habe ich mir gedacht, Shorty Cuber, mach ein Let's Play von einem etwas älteren Spiel, das leicht ist, das man sehr gut erklären kann und nicht einfach irgendwie daher spielen muss. Das heißt, ich werde in diesem Spiel so viel wie möglich erklären. Secret of Mana, eines der genialsten Spiele, die ich kenne. Und ich denke, wir legen gleich einmal los. Bevor wir hier ewig lang herumtrödeln. Wir machen gleich ein neues Spiel und ich nenne mich Shorty. Weil es sich einfach ausgeht. Einfach so. Shorty. Lange Zeit wurde Mana von den Menschen ausschließlich friedlich genutzt. Dann jedoch bauten einige von ihnen die Mana-Festung, um Mana zu kontrollieren. Das erzürnte die Götter und sie schickten einen Drachen, um die Festung zu zerstören. Ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. In letzter Minute erschien ein Held, der mit dem Mana-Schwert den Krieg beendete. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich herrschte wieder Frieden. Das alles ist schon lange her. Vielleicht zu viel zu lange. Vielleicht. Und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ja, ich werde es nicht alleine machen. Ihr denkt euch vielleicht jetzt, du strengst dich ja sicher an, wieder alles umständlich zu machen, dass es dann doch wieder ein größeres Projekt wird. Nein, Leute, keine Angst. Ich werde es mir so einfach wie möglich machen hier. Hey, Jungs, wartet auf mich. Hey! Justin, wenn der Teufel uns hier entdeckt, wird er böse. Vielleicht sollten wir besser woanders spielen. Es soll hier spuken. Du glaubst wohl alles. Die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Ich muss furzen. Vielleicht ist das ein Schatz. Kommt, den müssen wir finden. Hilfe, ich falle. Ah! Okay, für die Leute, die es nicht wissen, um was es in diesem Spiel geht. Es wurde von weiß nicht wie vielen Leuten schon Let's Played. Warte, ganz kurz. Aua, mein Kopf. Und nun, wie soll ich jetzt wieder hoch nach oben kommen? Für die Leute, die nicht wissen, um was es in diesem Spiel geht. Es geht um diesen Jungen hier, Hauptcharakter. Ihr werdet das eh gleich sehen. Das Spiel ist ziemlich simpel aufgebaut, für jeden verständlich. Nur ich habe eben, wie gesagt, nicht vor, es einfach nur weiter tot zu spielen, wie es jeder andere Let's Player gemacht hat. Ich versuche. Shorty, Shorty. Was zum Teufel? Nun, nun. Ich versuche dieses Spiel wirklich ausführlich wie möglich den Leuten, die dieses Video jetzt sehen werden, dann so ausführlich wie möglich zu zeigen, was ich von diesem Spiel weiß. Das Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Büsche umzuhacken. Gut, wir nehmen einfach mal. Weil es so da liegt, so im Stein, das Schwert. Shorty, zieh mich heraus. Wer spricht denn da? Und was macht dieses Schwert hier? Ah, dieses Licht. So hell. Ich sehe nichts. Ah, ein G G Gespenst. Sprechendes Schwert?
Gut, und dieses Geräusch werden wir noch öfters hören. Ein sehr interessantes Geräusch. Auf einmal ist das helle Licht verschwunden. Komisch. Ich muss ins Dorf zurück. Okay, das muss ich. Mit alter Rechtschreibung. Wir schaffen es. Okay, jetzt können wir mit diesem Schwert Büsche umhacken. Sehr schön. Wir sind ja vorhin zu blöd gewesen, durch Büsche zu gehen. Jetzt seht ihr unten eine Anzeige, die immer wieder von 0% hochlädt auf 100% und in dieser Zeit blinken wir. Ja, danke, ich weiß. Und das bedeutet, in dieser Zeit, in der wir blinken, in der die Leiste auflädt auf 100%, machen wir weniger Schaden. Hey, was macht denn ein Pokopuschel hier in dieser Gegend? Den mache ich fertig! Jörg! 14 Schaden, das ist nicht schlecht. Gut, also ihr seht jedes Mal, ich warte, bis ich dieses Geräusch, dieses Blink-Geräusch bekomme, dass ich 100% wieder voll habe. Oder auch nicht. Weil dann seht ihr, mache ich weniger Schaden. Und im Grunde so funktioniert das Spiel. Später werde ich noch mehreren stärkeren Monstern entgegenkommen, die auch Zustände verbreiten können. Ihr bräucht euch nicht wundern, falls das Video manchmal etwas herumspackt. Ich habe keine besseren Einstellungen bis jetzt gefunden. Ich probiere schon seit 3 Tagen an den Recordings. Ich finde, das sind jetzt zum ersten Mal Einstellungen, die funktionieren, ohne dass Zeitverzögerung vom Sound kommt. Deswegen nicht wundern, Leute. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Ich warte immer ab, bis diese Monster tot sind. Das hat einen bestimmten Grund. Manche lassen eine Schatztruhe fallen. Und das ist für den Anfang gar nicht einmal so schlecht. Aua. Aua. Haha. In diesem Spiel gibt es ein schönes Spam-Prinzip, das ich euch noch zeigen werde, aber nie anwenden werde im Kampf gegen Bossmonster. Das sind diese Schatztruhen, die ich gemeint habe. Die enthalten anfangs bei diesen Pokopuscheln immer nur Bonbons. Später werden es noch Heilgegenstände gegen Zustände bis zu Fallen. Und das kann sehr schlimm enden, manchmal auch. Fallen die Zustände übertragen. Ja, yeah, Waffenlevel up. Oder auch ziemlich starke Schadensfallen. Gut, wir haben jetzt ein Waffenlevel up erhalten. Was bedeutet das? Wir schauen uns mal an, was so eine Waffe überhaupt machen kann alles. Wir haben hier Waffen und Skill. Also Waffen und Zauberlevel. Zauber haben wir noch nicht, deswegen sind hier im Moment nur die Waffen abgebildet. 8 gibt es in diesem Spiel insgesamt, im Moment haben wir eben nur das Schwert. Das Schwert ist jetzt auf Level 1, was als komischen senkrechten Strich mit 2 extra Pixel angezeigt wird. Und als komisches D den 0% anzeigt fürs nächste Level. Gut, im Moment können wir keine höheren Level erreichen an Waffen als 1. Wir brauchen erst später noch andere Sachen, das wird dann noch erklärt innerhalb des Spiels. Jetzt im Moment werde ich mich einmal zum ersten Boss hinbegeben. Ja, wir ziehen ein Schwert und schon kommt der erste Boss. So ist es in diesem Spiel. Das Tutorial wird sozusagen erklärt dort. Pokopuschel ist erledigt. Also Pokopuschel ist einmal der Name des Gegners. Und das ist erledigt. Hat gerade bedeutet, das war ein kritischer Schaden. Übrigens, was ich jetzt gerade vergessen habe, wenn eine Waffe ein höheres Level erreicht, wenn man die Angriffstaste gedrückt lässt, ladet es einen Balken unten auf. Wenn man die Angriffstaste dann loslässt, macht es einen größeren Angriff mit größerem Schadensraum. Das heißt, es kann auch ziemlich wehtun. Ja, Monster kann man auch schieben. Bei manchen empfehle ich es gar nicht. Bei manchen ist es ziemlich hilfreich, sogar. Bonbon. Gut, ich habe jetzt auch ein Level Up erreicht. Ich zeige euch gleich, wo das sichtbar ist. Also, wir haben hier einmal das Level gehabt und einmal das Befinden. Und im Befinden habt ihr die Anzeige, wie stark ich bin, wie schnell ich bin, wie viel Leben ich habe, wie viele Erfahrungspunkte ich noch brauche, also 28 brauche ich. Pogo-Puschel geben nur 1 Erfahrungspunkt, das heißt, ich müsste noch 28 weitere besiegen. Mana-Kraft 0. Das ist eben das, wieso ich noch kein Level 2-Schwert haben kann.
Meine Mana-Kraft muss erst steigen, bevor ich ein weiteres Level erreichen kann. Ganz einfach. Gut. Oh, da ist noch einer aufgetaucht. Gut. Ach komm. Spam-Prinzip. Gut, das heißt, im nächsten Part werde ich mich in die Stadt begeben, dort vielleicht ein paar Sachen nochmal checken und dann geht's zum ersten Bosskampf. Das heißt, danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.